Solange ich nicht an dort irgendwo runterfalle. Okay, ich bin gebindet. I don't want this. Oh Scheiße, ich bin genau durchgelaufen. Danke. Allianz. Keine Ahnung, ich hab mal heute das Mark. Und Hand, wenn ich ein rotes Mark sehe, oh, jetzt ich hab das weg. Ich hab mir was verpennt. Ja, das rote Mark. Na, da hat noch einer ein bisschen was zu tun. Der andere ist auch weg. Ach du Scheiße! Nix watt. Volt. Get the fuck off me. Stirb jetzt. Und Scheiße. Weg. Einmal gestorben. Respekt. Leute, 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 Leute. Ich weiß nicht, aber ich hab das Gefühl, die haben sich nicht getraut, den zu tanken. Weil komischerweise habe ich den jetzt gerade die ganze Zeit getankt. Aber hey, ich habe einen Dragoon-Teil. Yeah, jetzt kommt unser aller Lieblingsboss. Werden die einzeln oder zusammen? Zusammen. Wenn du nicht sicher bist, einfach draufschlagen. Draufschlagen geht immer gut. Die erste logische Reaktion, ne? Mach mal böse Kippe an. Ist hier ein Luftschiff für mich? Na nur, was ist denn das denn für zwei Gestalten, die ich da verprügeln soll? Laufender Mordrache. Ey, echt jetzt? Stirbt an meiner furchterregenden Gestalt. Hey. Alles klar. Ballmechanik. Selbst ich hab die begriffen. Ach, das sind die komischen Dämonenwände. Da. Hey. Da geht's nicht lang. Hey, am
macht Schaden. Boah, aber im Dreier schaffen sie es komischerweise. Fängt jetzt an zu spammen. Nein, doch nicht. Ich war mal so frei und habe mich mein Leben bei immer mal mit geheilt. Das war sehr nett. Gerade wenn der zweimal AOE hintereinander geht, ist es sicherer, wenn man in irgendeinem mitheilt. Weil der andere CD hat sich nicht gedacht, ich heile nochmal mit. Hey, Tidolfus. Wo ist denn hier wer? B ist hier. Bleib noch mit da. Ach nein, wir sind B. Stimmt ja. Alter. Allah! Bleib ich ja auch noch am Gebäude hängen. 42 Millionen Leben. Läuft bei ihm! Genau. Heiler. Hier rüber. Zu uns. Ich glaube. An. Ran. Ran. Fetzen. Was muss ich damit machen? Das hatte ich noch nie. Hinter, hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Jo, gut. Dieser Suppenkasper-Bust. Bibliokat. Da muss noch einer rüber. Wie gemein versteckt. Phase. Oh, ich darf wieder auswählen. Was habe ich denn Feines? Alles Schrott.
Play. Spaß, um alle zu sein. Ja? Ich bin hochkonzentriert, gerade auf volles Produkt. Gut so. Mal für noch. Okay, ich verstehe. Ja, aber jetzt links und rechts drauf. Von dem Enrage. Oh, eine Windäther-Quelle. Safe. See. Oh, der Baum ist ja schon tot. Uiuiuiuiui. Ich muss das echt mal machen hier. Reittier was rein, das geht gar nicht. Das wird's. Ach, jetzt habe ich auch noch gepennt, wenn ich so konzentriert war. Wipe. Last man standing, Lala.
Und dem abhauen? Mhm. Ja, da war der letzte. Der letzte waren ordentlich Punkte. Ich glaube, der Heiler ist wieder reingerannt, kann das sein? Naja, kommt ja nicht rein. Kommt nicht rein, wenn wir mitten im Kampf sind. Ah, okay, ich habe nur gesehen, dass er wieder in Range war, deswegen, aber. Was ist denn so? Das ist gut, dann kann ich mir so weitestgehend schon mal die ganzen Mechanics angucken von dem. Helmspalter? Helmspalter ist der Susano. Alles klar, verstehe. Mann, das ist so schön gelaufen. Hm, das war wirklich schön. Aber ich verstehe wenigstens den Dings, die Mechanik von dem. Die anderen zwei sahen ja einfach aus, um ehrlich zu sein. Die letzten waren echt easy. Aber bei dem hier, das hier ist ja lustig. Auf Deutsch gesehen steckt er die Klinge rein, müssen wir ran. Dann hat er die Klinge bereit, dementsprechend müssen wir raus. Das ist einzig Wichtige für mich. Okay, bei uns sind da die anderen Plattformen rüber. Nach hinten. Weg davon. Sephiroth-Mechanik. Die Plattform haben wir jetzt stehen. Ran an den Dude. Alles klar, ich hab Akro. Endphase. Thank you.
Ah, ich hab den Stackmark zu spät gesehen. Gut, dass ich den Teleporter schon aktiviert habe. Kann ich aus dem Weg zu laufen. Ja, ich bin eine faule Sau. Alter, ich laufe schon wieder gegen irgendwelche Türen. Wo geht's hier hoch? Hallo, gibt's irgendwo eine Terepe? Das läuft auf jeden Fall diese Runde schon mal. So läuft viel glatter. Ja. Oh Gott, ist das ein... Okay. So läuft der Tempel also ab. Fnatic hat gewonnen. Yes! Und nach hinten. Ich höre deine Wind-Ether-Quelle. Ja, yep, da hinten ist sie. So, wie viel habe ich denn jetzt? Der den roten Kreis hat? Ah ne, aber da. Zwei Filme noch. Müsste nicht ein letzter Schuss kommen. Deswegen hat mich jetzt gerade gewundert. Aber ich hab den ja abgekriegt. Sagen wir so, wenn alle hinter. Oder noch gar nicht so weit. Was ist denn das eigentlich für ein hoher Klang als bei euch? Also einer von Klang? Euch? Ja, einer von euch hat öfter mal so einen Klang, als wenn er einen Invite hätte. Das sind wir alle. Aber einer spammt das extrem laut. Irgendwie. Das ist ein Limit Break. Okay. Das ist sehr, sehr laut. Ich glaube, ich bin der Einzige, der diesen Tavern nicht abnehmen darf, ne? Ich weiß es. Alter, was ist das? Ja, den Tavern ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, dass der immer hin und her gereicht haben. Das ist, na gut, als Main Tank darfst du dir wahrscheinlich nicht aneignen, weil du ja sonst diesen Schadensblock hast. Das stimmt. Wie kann das sein? Meine Ohren vernehmen Worte in der fremden Sprache. Ganz fehlt einer. Doch ihre Bedeutung halt klar. Okay, wir sind voll. In meinem Kopf wieder. Na, seht mal, Kinder. Das sieht doch gut aus. Vergessen haben, Rätselge? Ich war es, der du hier. Hexagon! Auf das Hexagon! Ich habe gesehen, was sich damals zugetragen hat. Was deine geliebte Shiva zu erreichen versuchte. Aber ich habe Shivas Seele heraufbeschworen und meinen Körper mit ihrem Geist vereint. Sie hat mir ihre Gefühle offenbart.
Ich habe mein Leben ihrem Erbe gewidmet. Ich bin eine Reinkarnation ihres Willens. Scheint nicht zu funktionieren. Es gelang vor ihm. Nun schien es Olin. Ineschin hält Olin. Einfu ist er nie an ihr Angen. Lesnesk ne die Dranan. Es gier Hünkin nech. Igen nun es er. Nesk es et ol. Es esch un easy lies nice. Dann war die Göttin, die mir antwortete. Denne, es edi ihn es ihn. Nun es ist so mich schieß ihn. Oh nein. Das mag wohl sein, großer Reeswelger. Aber ihr inniger Wunsch, Frieden zwischen Drachen und unseren Völkern zu stiften, ist deswegen noch keine Illusion. An uns ist es, einen grausamen und sinnlosen Krieg zu verhindern. Bitte eint eure Kräfte mit uns und bringt die euren zur Raison. Dann sag doch mal die Wahrheit. Sag doch mal, was los ist. Alter. Los, pack us. Und das sollen wir dir glauben, Drache? Deine Version ist das genaue Gegenteil von dem, was man Ishgarder Kindern schon von der Wiege an erzählt.
Das ist also sein Ziel. Dann tragen wir die Saat also wirklich in uns? Ich habe solch einer Verwandlung beigewohnt. Doch ich dachte, es handle sich um einen unbekannten dravanischen Zauber. Bei den 12. Womöglich haben wir öfter als gedacht gegen unser Eigenfleisch und Blut gekämpft. Wenn ich mir vorstelle, dass jeder Ishgarder, ungeachtet seines Glaubens, diese Möglichkeit in sich trägt. Ich hatte mich schon oft gefragt, warum Nidhogg Ishgard nicht einfach dem Erdboden gleichmacht. Das sollte ihm eigentlich ein leichtes sein. Aber jetzt verstehe ich endlich. Es ist ihm gar nicht daran gelegen, den Krieg zu gewinnen. Er will seinen unstillbaren Rachedurst befriedigen. Ein ewiges Klagelied auf den grausamen Tod seiner Schwester. In Eis in Draho, alle Ilia in. Trotzdem, auch wenn unsere Ahnen die Schuld tragen, so können wir dennoch um Vergebung bitten. Vielleicht wird Nidhogg uns verzeihen, wenn wir sein Auge zurückgeben. Ja, lies das an ihn. In Latu ole ul ihn an Hes Isu. Mik du set in Sori. Nosta el. Das war's dann wohl mit der Liebesromanze. Hat ja nicht so gut geklappt, oder? Na gut. Die Szene ist vorbei. Ich schalte mal wieder die anderen Leute mit dazu. Oh, mach auch den Sound wieder an. Also, die Menschen sind schuld an einem Drachenkrieg und wie bringt man Midgard Sommer dazu, dass er nicht gerade andauernd die Stadt niedermachen will? Das ist Nidhogg. Ja, oder Nidhogg, ja. Einer von den wie bringt man den dazu, dass er nicht gerade unbedingt andauernd Randale macht?
Was habt ihr nun vor? Hau nein auf die Fresse. Für meinen Teil werde weiter gen Osten marschieren. Mit welchem Ziel? Das Nest unseres Erzfeindes soll sich dort befinden. Das Auge sagt mir, dass Nidhogg nicht weit ist. Du hast immer noch vor, ihn zu töten? Und du willst mich immer noch davon abbringen? Ich habe mein Wort gehalten und dich bei deiner sinnlosen Suche nach Reeswelge unterstützt. Doch dein Traum von einer friedlichen Lösung ist geplatzt, Eisherz. Nun führt der Weg zu einem Ende dieses Konflikts nur noch über Nidhoggs Leiche. Das Echo unseres Verrats hallt noch in deinen Ohren nach und trotzdem willst du den Krieg weiterführen? Im Gegenteil, meine Liebe. Ich werde das Herz des Krieges durchstoßen. Wenn Nidhogg stirbt, werden auch die Flammen des Krieges erlöschen. Oh, Estinien, du bist so ein Idiot manchmal. Du weißt um Nidhoggs enorme Kräfte. Glaubst du wirklich, dass unser kleiner Trupp diesem wutentbrannten hohen Drachen gewachsen ist? Selbst hinter den Mauern von Ishgard, bemannt mit den Besten eurer Ritter, wäre ein Sieg hart erkämpft. Wie sollen wir der Bestie da erst in ihrem eigenen Nest beikommen? Das hier sollte uns einen Vorteil verschaffen. Und wenn wahr ist, was man sich erzählt, dann hat der Krieger des Lichts schon einige angeblich unbezwingbare Gegner bezwungen. Doch ja, das klappt. Eine Spekulation, solange wir Nidhogg los. Erst müssen wir sein Nest finden. Miroslav, Alter. Miroslav Klos. Die Geschichte dieses Landes wird mit jedem Moment blutiger. Muss Tod denn stets mit Tod vergolten werden? Ich fürchte, das ist der Lauf der Dinge. Bevor dieser Konflikt beendet ist, wird meine Rüstung wohl noch einige Male vom Blut meiner Feinde besudelt werden. Wollen wir noch Kristalle? Alles, woran ich geglaubt habe, ohne Wert. Keine Lüge der Welt ist so überzeugend wie die aus eigenem Munde. Bitte schön, Paladin. Vergebliche Liebesmüh. Du kannst mir nicht. Was, wie? Du nicht, wir können nicht warten, bis sie die Scherben ihrer zerbrochenen Zunge sich zusammenkettet. Oh, Estinien, dem würde ich am liebsten so eine Watsche geben, ey. Oh, fuck. Lass mal Estinien in Ruhe, der ist cool. Ey, das ist ein Bastard. Eisherz ist gerade zerbrochen. Und er hackt noch auf ihr rum. Er ist einfach zu stolz dafür, ein Dragoon zu sein. Okay, also ich bin in dem Dungeon jetzt lang und ich habe jetzt dreimal gestorben. Ja, ist leider nicht überlebt. Ne, das war nicht drin. Ich hätte ja Holy Ground sehen können. Ach man, oh. Die Arme. Habe ich ja leider alles schon. Die Notenrollen sind doch handelbar. Ja, ich weiß, aber ich habe da nur eine 7 und 8 drauf gewirft. Ach, der Heimat. Also ich muss euch schon sagen, das Kloster macht Spaß. Ja, ich will wieder aufstehen. Hier fange ich nicht an zu laufen. Ja, ich sag mal so, das war jetzt auch mein zweiter Run im Kloster. Im ersten Run bin ich deutlich häufiger verreckt. Das war mein erster Run, aber ich bin das als Tank geworden, mich da viel zu bewegen, um ehrlich zu sein. War auf jeden Fall ein schöner Run. Oh ja. Ja, das stimmt. So, die zwei werden mich schon mal passen. 75 auf die erste Notenrolle, 34 auf die zweite. Hamza Puppe 70. Ah, geht nicht raus. 79 auf die eine Karte, 74 auf die andere, 7 auf die letzte. Ich habe keine Karte, nichts gekriegt. Ärgerlich. So, jetzt. Jetzt. Gehe ich aufs Klo. Mach mal, pass auf. Ich bin auch mal eben so 10 Minuten AFK-schrittig.
Ist es das? Das Nest des Drachen. In der Tat. Ich kann Nitoks Präsenz durch das Auge spüren. Sein brodelnder Hass sticht durch jede Faser meines Körpers. Diomans Tod hat ihn offenbar vorsichtig gemacht. Seht ihr, wie er seine Bastion durch eine Mauer aus Wind geschützt hat? Eine ähnliche Barriere hielt uns einst von Garuda fern, bis wir einen Weg fanden, sie zu durchbrechen. Lass uns Cid um Hilfe bitten. Wäre doch gelacht, wenn wir es diesmal nicht auch schaffen würden.
Boah, endlich darf ich mal aus dieser scheiß Gegend raus. Alter! Befindet sich der Volltrottel? Nein. Okay. So. WP. Hallöle. Dankeschön. Was ist denn da los? Dunkelritterparade. Ritterparade? Ich geb dir gleich was mit der Nudelrolle, du Dumpfbommel. Was kann die bitte schön von Parade machen? Parade der Toten oder was? Ey, Sid, wo bist denn? Wenn dann willst du ganz laut rumschreien in diesem Spiel. Sid, du Arschloch! Ah, da unten ist er. Los, Penny, wir tanken jetzt Prüfung. Was, wir tanken jetzt Prüfung? Ja. Wo ist er denn hier? Unterdessen in Richtfeuer Ridorana in der Pro-Werkstatt in Gok. Hier ist Action. Ein Spezialobjekt. Sid, was hast du wieder rumgeschraubt? Ja, der Sid will irgend so ein Überraschungsobjekt präsentieren jetzt. Was zum Teufel hat er gebaut? Ich habe keine Ahnung. Eine Maschine aus Koks. Bestimmt leider nicht. Ich bin wieder da. Okay. Hallo. Himmelsstahlwerke. Okay. Auf zu den Maschinisten. So, Bix, hau raus, was hast du?
Dunkeldose. Hier ist doch Dunkeldose. Jo. Mit unserer neuesten Erfindung haben wir uns mal wieder selbst übertroffen. Ich präsentiere den Mana-Schnitter. Mana-Schnitter? Gibt es hier im Kugane einen Reparatur? Gibt es. Holla, das ist sowas, ich gehe ans Haus dafür. Ihr seht auf einem Prototyp, den Wedge und ich nach deinem Sieg über Gaius als potenziellen Nachfolger der Tiny. Das ist vielleicht wesentlich angenehmer. Macht ziemlich was hier, die Kleine, nicht wahr? Bix und Wedge haben wirklich ein Händchen für Luftschiffe. Holla, die Waldfee, was für ein geiles Eisen. Sie haben auf Grundlage des Elementarumwandlung mit den Naturkristallen einen Mechanismus entwickelt, der Äther aus der Atmosphäre in elementaren Wind konvertiert. Dieser Wind wird dann von den speziell entworfenen Segeln für Schub und Auftrieb genutzt. Ich bin fast ein wenig neidisch, dass ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Leider hat die ganze Sache aber einen klitzekleinen Haken. Oh ja, euer Gildenhaus gestern das erste Mal angeschaut haben. Die Energieumwandlungsrate ist nicht gerade effizient. Um abzuheben und sich dann auch in der Luft zu halten, müssen Schiff und Pilot sich in einem Gebiet befinden, das eine hohe Konzentration an windelementaren Äther aufweist. Will heißen, das Schiff liegt nicht überall. Leider hat uns die Arbeit für Ishgard in letzter Zeit auf Trab gehalten. Neben der Konstruktion von riesigen Luftschiffen bleibt ja kaum noch Zeit zum Schrauben an eigenen kleinen Projekten. Wir legen gleich los, aber es wird wohl noch eine Weile dauern, bis es fertig ist. Da war alles ja. Totoro! Totoro, Tata! Was ist los? Tataru? Was ist denn mit dir los? Ich habe euch schon überall gesucht. Uns hat eine Nachricht aus Uldar erreicht. Eine überaus bedeutsame Nachricht. Es geht um die Sultana, um Nanamo. Meine Sultana? Sieht aus, als wärt ihr woanders gefragt. In Ordnung. Wir werden den Mana-Schnitter fertigstellen und mit einer Vorrichtung ausrüsten, die die Windmauer durchbricht. Kümmert ihr euch um Rauban und die Sultana. Wenn ihnen jemand helfen kann, dann ihr. Los geht's. Das K-Team ist unterwegs. Das Kristall-Team. Was macht der denn? Was hat der denn? Ich habe mich dann auch